Ja, es ist heute noch ein Grabner am Strand. Und zwar, wie es aussieht, das Grabner Mega oder Riverstar. Habe ich jetzt von beiden nicht gesehen. Auf dem Wasser ist noch nicht viel los. Ich sehe noch niemanden. Wir haben jetzt 10 nach 10. Und ich paddle heute mal in eine andere Richtung. Diese Inseln hier, die haben teilweise seltsame Namen. Die Insel jetzt gegenüber, die nennt sich Leberwurstinsel. Das sind zwei Inseln. Und ich werde an der zweiten Insel vorbei paddeln und mal Richtung Otterstädter Altrhein paddeln. Heute bin ich wieder allein. Barbara hat es gefallen gestern, aber sie muss nicht jeden Tag mitkommen, meint sie. Und damit sie nicht ganz allein am Wohnwagen hockt, habe ich ihr die Rose da gelassen. Ja, meine letzten Videos, da hatte ich das externe Mikro nicht angeschlossen, weil ich die Kamera dicht machen wollte. Und wie befürchtet hat sich herausgestellt, dass der Ton nicht so gut war, zu leise. Ich habe das versucht am Rechner hochzusteuern, aber ich habe das wahrscheinlich zu hoch eingestellt, so dass der Ton übersteuert war und doch sich sehr krächzig angehört hat. Heute habe ich wieder mein externes Mikro dabei. Ich brauche nicht so schreien. Ja, ich hatte es gestern schon angesprochen, wenn ich barfuß hier auf die Pedale stehe, der Steueranlage, dann ist das unangenehm, die Karabiner, mit denen die Steuerleinen eingehangen sind, zwischen den Zehen zu haben. Teilweise sind die ein bisschen scharfkantig und da muss man aufpassen, dass man sie nicht aufreißt. Und ich werde dann das ein bisschen umbauen, dass die Steuerleinen etwas weiter rauskommen. Also ich habe schon eine Idee, wie ich das mache. Des Weiteren muss ich unbedingt noch was machen mit dem Tropfwasser, was beim Paddeln hier, wenn ich die Paddel vormache, ne, kommen immer ein paar Tropfen mit ins Boot. Und nach ein paar Stunden Paddeln hat man hier schon gut 5 Liter, 10 Liter Wasser drin. Und ich brauche hier noch eine Lenzöffnung, dass ich das Boot aufstellen kann, sodass das Wasser selber rausrinnen kann. Und wenn ich das nur auf den Kopf stelle, habe ich einmal das Problem, dass meine Stative, die ich hier montiert habe, abgeknickt werden. Und zum anderen rinnt nicht alles Wasser raus, wenn ich das umdrehe, das bleibt zwischen den Luftkammern, bleibt das zurück. Ich muss praktisch, wenn ich das Boot entleeren will, muss ich die Luft rauslassen. Und da werde ich mal versuchen, dass ich mir vielleicht noch so ein Lenzloch irgendwo hin mache. Am Bug oder am Heck. Ja, ich habe jetzt nach dem Ablegen den Wind wieder von hinten. Das bedeutet,
dass ich auf dem Rückweg gegen die Strömung und gegen den Wind paddeln kann. Ist eigentlich nicht so schlimm, solange nicht wie nicht so ein Sturm ist, dass er mir wegbläst und mir nicht mehr vorwärts kommt. Ich habe Zeit und paddle hier entspannt in aller Ruhe. Hinter mir schwimmen zwei Schwäne. Und noch weiter hinten entlang tummeln sich jetzt die Kanadagänse. Die übernachten auf den Wiesen von dem Campingplatz. Und über Tag, wenn hier der Trubel anfängt, sind die verschwunden und verstecken sich. Ich wollte eigentlich jetzt hier weiter paddeln, aber heute ist ja Montag. Und im Hintergrund, da hört man die Anlagen der Kies-Siebmaschine. Und ich paddle dort nicht weiter. Und paddle mal wieder in eine andere Richtung. Hier vorne stehen noch Schilder. Einfahrt verboten. Aber die stehen von beiden Seiten. Ach so, ja. Man kommt ja hier vom Rhein her und da ist der Kollersee gesperrt für Motorboote. Das ist Sinn und Zweck der Sache, glaube ich. Ich dachte, man darf die Insel nicht betreten. Weil ich mich ein bisschen abseits vom Ufer bewege, frischt der Wind auf und das Wasser wird unruhig. Laut Wetterbericht sollte eigentlich nicht mehr Wind sein heute als gestern, aber so ein Wetterbericht kann sich auch mal täuschen. Ja, ich habe nicht so viel Lust heute gegen Wind und Wellen anzukämpfen, also suche ich mir Windschatten. Das ist hier so ein Pausen-, Rast- oder Übernachtungsplatz, wie auch immer, wo Angler oder auch Paddler Päuschen machen können. Hier ist eine Feuerstelle. Ja, ich mache jetzt hier auch eine kurze Rast. Vertrete mir die Beine, bevor es dann weitergeht. Das hier ist schon der Otterstädter Altrhein. In diesem Baum gegenüber. Da sitzen 1, 2, 3, 4 Fischhaie. Das ist wahrscheinlich zu weit weg. Weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Überhaupt gibt es hier sehr viele Wasservögel. Ja, und da drüben, wo der Turm ist, der Seglerhafen ist vom Ludwigshafener Segelclub. Da stehen auch Wohnwagen, aber ich denke, das ist Vereinsgelände. Ja, da habe ich abgelegt. Dann geht's weiter. Bisschen was getrunken.
gegessen, habe ich nichts. Aber ich habe wieder gut gefrühstückt und habe gar keinen Appetit, irgendwas zu essen. Und man muss ja nicht einfach essen, nur so. Trinken ist wichtig. Das habe ich auch immer dabei. Ja, ich bin um die Insel drumherum und voll im Wind. Wind und Welle. Den Segler freut's und der Kanute, der flucht. Stell doch mal einer den Wind ab. Nein. Ich komme noch vorwärts und das ist das Wichtigste. Ja, ich muss jetzt noch mal hier den See queren, um wieder rüber zu kommen auf die Kollerinsel. Da müssen wir noch mal ein bisschen Gas geben. Das meiste Wasser im Boot schleppt man sich hier durchs Paddeln ein. Ich habe jetzt schon das 2,40 Meter Paddel, damit die Tropfringe noch außerhalb vom Boot bleiben. Aber es lässt sich trotzdem nicht verhindern, wenn das Paddelblatt oben steht, tropft immer mal so ein bisschen was mit ins Boot. Das Ufer kommt nicht näher und kommt nicht näher. Gegen den Wind ist halt dann mal eine andere Nummer. Wahrscheinlich hilft auch jetzt der Wuschel am Mikro nicht so viel. So dass es auch Windgeräusche am Mikro gibt, die zu hören sein werden. Ja, auch in Ufernähe ist es windig. Nicht ganz so heftig wie draußen. Aber wir wollen ja nicht rumjammern. Wir haben ja gewusst, dass es windig. Wenn wir aufs Wasser gehen, müssen wir damit rechnen, dass wir halt ein bisschen kräftiger paddeln müssen. Geht jetzt in Bernardinerbahn. Das wäre die richtige Gewichtsklasse für die Rosi. Ein Hund, mit dem sie was anfangen kann. Ja, an den Seglerhäfen ist seine Bojenschnur gespannt und die wollen natürlich nicht, dass man hier um ihre Boote paddelt. Heißt, ich muss wieder ein bisschen weiter raus. Kann nicht in Ufernähe paddeln.
Ja, wenigstens kommen die Wellen von vorn und kommen nicht von der Seite. Ich werde das heute auch nicht weiter ausdehnen. Ach, ist hier schon. Ich bin jetzt eine Stunde unterwegs, die ich zusammengerödelt habe und wieder zurück bin. Ja, da wird es jetzt 12 Uhr schon anfangen, wieder zurückzubauen. Morgen früh müssen wir ja irgendwann vom Platz verschwunden sein. Wir haben immer viel aufgebaut. Und das bedeutet natürlich, dass man viel abbauen muss. Das Boot muss zusammengepackt werden. Das Vorzelt muss abgebaut werden. Der Grill zusammengepackt werden. Was haben wir noch alles? Ja, alles muss halt wieder verstaut werden, wo es hingehört. Der Dachkoffer muss gepackt werden. Da könnte man meinen, für 5 Tage lohnt sich das nicht. Da bin ich anderer Meinung, auch wenn es nur 3 Tage wären. Für mich ist das immer eine Auszeit, wo ich mich total entspannen kann. Ich sehe am Horizont gerade wieder eine leuchtend rote Boje. Da ist ein Schwimmer im Wasser. Und der badet nicht, der schwimmt. Früher zu meiner Zeit bei der GST haben wir solche Übungen gemacht, sind 1000 Meter mitten durch den See geschwommen, irgendeine Insel angeschwommen und zurückgeschwommen und quer durch den See getaucht und was weiß ich nicht alles. Das brauche ich heute nicht mehr. Wenn man älter wird, ist man wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Sicherheit bedacht. Jetzt weht aber hier eine steife Brise. Aber ich komme noch vorwärts. Wenn es nicht mehr vorwärts geht, habe ich immer noch die Möglichkeit, hier an so einem Seglerhafen an Land zu gehen. Und dann rollere ich mein Boot halt auf den Bootswagen zurück. Ich hoffe, dass meine Paddelblätter stabil genug sind. Weil wenn einem jetzt hier ein Paddel bricht, dann ist man natürlich hoffnungslos verloren. Und ein Ersatzpaddel habe ich nicht dabei. Da muss ich wahrscheinlich doch ins Wasser. Mir die Treideleine nehmen und mein Boot retten. Oh, der Schwimmer wird gleich ins Bild kommen. Er ist zügig unterwegs. Hallo. Ja, den anderen Grabner, der vorhin aufgebaut hat, den habe ich nicht mehr gesehen. Der hat irgendwo eine andere Route gewählt. Ich sehe noch jetzt nicht. Naja, irgendwo wird abgeblieben sein. Jetzt habe ich gleich das Ufer erreicht. Und dann beenden wir das heute. Drei Tage hintereinander gepaddelt. Fühle ich mich wieder wohl. Das hat mir gut gefallen.
Ich bin noch mal ins Wasser gesprungen, habe mich noch mal etwas abgekühlt. Es wird heiß heute, aber es ist sehr windig. Aber wenn wir schon halbwegs sowas wie Sommer haben, müssen wir natürlich auch ins Wasser gehen und schwimmen. So, jetzt ist das Paddeln Kollersee erstmal abgeschlossen. Aber da es nicht weit ist bis hierher, können wir hier auch mal einen Tagesausflug machen und wieder herkommen zum Paddeln.